Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Heute in diesem Video geht es um Celestia. Wer oder was ist Celestia? Programm habe ich schon installiert. Ich zeige euch mal eben, damit ihr überhaupt Bescheid wisst, was ist Celestia. Celestia ist im Endeffekt eine Weltraumsimulation unseres Sonnensystems oder vielleicht sogar kann man sagen unserer ganzen Galaxie. Ja, man kann die Erde jetzt hier so in Bewegung setzen, man kann hineinzoomen, was da hier so umher schwebt, das sind die einzelnen Satelliten, beziehungsweise ist das einmal der Hubble, das Teleskop Hubble und die ISS, die kann man sich hier begutachten und natürlich kann man sich auch den Mond anschauen. Das Ganze steuert man richtig schön mit der Maus. Hier sieht man die Umlaufbahn der Erde und der diversen anderen Planeten. Ja, wo hätten wir den Mond? Hier auch sehr schön zu erkennen, wie der Mond unsere Erde düst. Ja, man kann hier richtig tief hineintauchen in das Weltall und sich das Ganze dann anschauen, wie es da draußen wirklich aussieht. Jetzt in dem Fall ist es natürlich nicht in Echtzeit, sondern halt eben, ich weiß gar nicht, in 10, 20 oder 100-facher Geschwindigkeit. Das kann man alles jetzt hier einstellen. Ich zoome mal eben ganz raus. Dann schauen wir uns mal unser ganzes Sonnensystem hier an. Ja, je weiter wir jetzt hier hinaus zoomen, desto mehr Geschwindigkeit müsste man eigentlich geben. Ups, ja, jetzt hängt der Fokus an der Erde. Deswegen eier das ein bisschen. Ich drücke mal Escape. So, jetzt löse ich mich von der Erde. Und jetzt können wir das ganze Schauspiel mal anschauen, wie das jetzt hier so aussieht. Und wie man jetzt sieht, sind noch nicht alle Planeten zu sehen. Das kann man alles hier in den Einstellungen korrigieren. Über Himmelsbrowser kann man zum Beispiel ja, zu den einzelnen Planeten hindüsen. Bei der Erde waren wir gerade. Jetzt sage ich mal, gehe zum Mond. Ja, der eiert jetzt so rum, weil ich die Geschwindigkeit natürlich jetzt auch sehr extrem habe. Ich mache mal jetzt so eine etwas humanere Einstellung der Geschwindigkeit. Ja, jeder Planet hat natürlich auch eine andere Geschwindigkeit, eine andere eigene Rotation. Und das simuliert das Programm natürlich sehr, sehr gut, dass es der Realität schon sehr nahe kommt. Ja, immer noch viel zu schnell. Machen wir ein bisschen langsamer, damit wir auch etwas erkennen. Ja, die ganzen Planeten, die sind auch beschriftet, einzelnen Krater und ähnliches. Wie sieht es denn beim Hubble aus? Dazu geht mit der Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen nach unten. Ja, sieht man schon, das ist viel zu schnell. Ein bisschen Rotation ist ganz gut. Ja, jetzt kriegt man mal so ein kleines Gespür, wie hoch dieser Satellit überhaupt ist. Bei uns im Weltall. Jeder, der schon mal geflogen ist, weiß, wie weit es noch bis zum Himmel ist im Endeffekt. Oder bis zum Ende des Himmels. Und darüber hinaus auch noch mal etliche Kilometer. Hier sind auch noch interessante Angaben. Temperatur zum Beispiel 234 Kelvin steht jetzt hier. So, hier wären wir jetzt angekommen an der ISS. Ich mache das Ganze mal schön auf Vollbildmodus. Das kann man mal entweder bei Ansicht Fullscreen kann man das machen, aber da muss man sich die Tastenkombination merken. Shift F7, deswegen drücke ich von vornherein Shift F7, F11, Entschuldigung. Und dann kann man sich dementsprechend das Ganze auch in Vollbildmodus anschauen. Ja, so würde das in etwa aussehen, wenn die ISS über unseren Planeten fliegt. Verfolgt quasi den Hubble. Zumindest sieht es jetzt hier gerade so in der Einstellung so aus. Ich finde auch schön detailliert dargestellt. Die ISS, im Endeffekt so wie man es aus den Nachrichten heraus kennt. Also gefällt mir sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir düsen hier nochmal ein bisschen weiter durchs Weltall. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal die wunderschöne Venus an. Auch ein sehr schönes Exemplar von Planet. Nehmen wir auch mal ein bisschen Geschwindigkeit rein. Ja, da war ich ein bisschen zu
zu schnell. Und auch interessant zu sehen, wie viel ja schon beschriftet ist, so rein wissenschaftlich gesehen, was schon alles untersucht wurde und Namen vergeben wurde. Ja, da wäre die Sonne. Wie die Venus um die Sonne düst. Ich scroll mal ganz raus. Das müsste der Merkur sein. Man kann auch direkt einen Planeten so anklicken, wenn man ihn erwischt. Ich mache mal eben auf Pause. Dann kann man so schnell sagen, wer bist du denn? Merkur, genau. Der sonnennächste Planet. Und dann gehe zu. Und so kann man dann dementsprechend auch sich zu den ganzen Planeten hin und her beamen. Das wäre jetzt auch 10.000 mal faster. So wäre 10 mal faster. Gut, da sieht man fast gar nichts. An Geschwindigkeit. So, welchen Planeten haben wir denn noch hier? Mars, ja. Mars ist natürlich auch ein sehr interessanter Planet. Da müssten auch noch die eine oder andere Sonne zu erkennen sein. Ich gebe mal so ein klein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Jeder Krater hat einen schönen Namen. So wie sich das gehört. So, was fliegt denn hier rum? Auch ein Satellit. Und so würde er in 40-facher Geschwindigkeit um den Mars düsen. So in 4-facher. So in 2-facher und so wäre in Echtzeit. Sieht erstmal schön gemütlich aus. Und über Informationen bekommt man auch nochmal in einer kompakten Art und Weise auch nochmal Informationen zu diesen einzelnen Objekten. Ja, komm, ich zeige euch nochmal eben so ein, zwei Planeten, von denen mich jetzt richtig interessieren. Das wäre dann unter anderem natürlich der Jupiter. Zu denen können wir auch mal düsen. Da ist auch ordentlich was los. Simsalabim, da ist er ja. Auch ein wunderschönes Exemplar. Und mit seinen vielen Monden. Das wäre jetzt 40-fache Geschwindigkeit. Ich gebe hier auch nochmal ein bisschen Gas. So, das macht doch was her, ne? So, und wo sind die anderen? Da wäre die Sonne. Und jetzt kommt mein Lieblingsplanet. Und das wäre der Saturn. Ja, da ist das Ding. Ein wunderschönes Exemplar vom Planeten. Ich gebe hier auch mal ein bisschen Speed rein. Nehmen wir mal die ganze Dynamik dieses Systems hier mal erkennen kann, was hier überhaupt alles so los ist. Und es ist schon Wahnsinn, was da so rumdüst. Hier wäre noch ein äußerer Mond, höchstwahrscheinlich. Mittlerer Bahn und die ganzen inneren Monde. Und natürlich das richtig Markante wäre der Asteroidengürtel hier. Mit seinen verschiedenen Ringen. Die wohl ABC einfach nur heißen. Sehr gut gemacht. Wunderschön. Wunderschön. Ich zoome mal jetzt ganz heraus. Löse mich vom Saturn. Und gebe hier nochmal so richtig Speed. Dateieinstellung. Hier kann man auch nochmal alles deaktivieren und sich verschiedene Umlaufbahnen anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn man die Kometen auch sehen möchte. Die konnte ich nochmal eben aktivieren. Jetzt mache ich mal eben auf Vollbild. Wirklich auch wunderbar zu erkennen, wie selbst die Kometen hier umherdüsen. Je weiter der Komet vom von der Sonne entfernt ist, wie langsam der wird und wie der richtig gleich Speed aufnimmt. Da kommt ja mal richtig Speed drauf, ne? Das könnte man da auch nochmal hinzoomen. Gehe zu. Schauen wir uns den mal an, den Brocken. Ja, da ist ja mal ein Brocken. Wenn ich jetzt natürlich auf Starten gehe, das ist jetzt natürlich millionenfachste Geschwindigkeit. Jetzt müsste gleich die Sonne kommen. Tju, da war sie. Klasse, ne? Ja, das alles und noch viel mehr kann man hier machen. Man kann sich auch andere Galaxien hier anschauen. Das geht auch. Aber dazu müsste ich die erstmal aktivieren. Über Einstellung.
Na, wo war's? Kann man sich auch noch verschiedene Galaxien anschauen, Asteroiden, kleine Monden und ähnliches. Bezeichnungen, wie viele Bezeichnungen möchte man haben? Also Bezeichnung von Sternen und Planeten sieht man schon. Zwergplaneten, wie dementsprechend dann auch die Map sich immer wieder vergrößert. Man kann zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, ich möchte zu dir. Ja, hier hätten wir einen schönen Stern. Gut, das soll es gewesen sein von Celestia. Ich denke mal, ihr habt so einen kleinen Einblick jetzt bekommen, was das für eine schöne Simulation ist. Zu installieren, Software Boutique. Ich bin ja jetzt hier unter Ubuntu Mate. Und heißt nicht Software Center, sondern Software Boutique. Okay. Und hier sollte das eigentlich auch zu finden sein. Eigentlich als Snap-Paket. Okay. Unter dem normalen Ubuntu findet man das als Snap-Paket. Oder, so wie ich es installiert habe, direkt von der Homepage. Wenn ihr einfach mal eingebt in eurem Browser eurer Wahl. Celestia nochmal. So, celestia.info. Hier auf der Seite celestia.info, die ist auch noch sehr interessant. Hier wäre auch nochmal ein passendes Forum dazu. Auch nochmal mit Tipps und Tricks, wie man was einstellen kann. Eine deutsche Dokumentation, deutsche Version und so weiter. Und dann gibt es noch einmal die Originalseite. Das wäre dann die Seite celestia.space. Das wäre die Original-Download-Seite. Hier müsste man nachschauen. Und dann könnt ihr alles dementsprechend für Windows, für macOS oder Linux. In meinem Fall habe ich jetzt hier die Ubuntu-Variante gewählt. Einfach den kompletten Text in die Konsole eingeben, Enter drücken und schon wird es installiert. Zu beachten ist, dass hier dann die passende Version stehen muss. Also 22.04, 22.10, wie auch immer. Also das Ubuntu Unterstrich, auch groß geschrieben, Ubuntu Unterstrich und dann die Version hier drunter. Also den Fehler habe ich gemacht. Ich habe hier einfach nur, glaube Yummy eingetragen und das geht natürlich nicht. Ihr müsst dann dementsprechend hier einfach nur die Nummer eintragen und irgendwo, ich glaube, es waren zwei Stellen, genau, hier auch nochmal. Einfach nur die Nummer eintragen und dann fluppt das. Und dann könnt ihr das ganz normal übers Anwendungsmenü dann dementsprechend starten. Das wäre dann die Unterbildung, wäre das dann zu finden. Celestia.qt. Und für Fortgeschrittene, die können über Add-ons, können sie noch diverse Erweiterungen herunterladen. Interessant soll sein, ich habe es noch nicht getestet, Celestia Motherload. Und hier kann man sich auch noch diverse Erweiterungen ja, dafür herunterladen. Das Ganze ist auch ein Open Source Projekt. Da gibt es sogar eine Seite für GitHub, meine ich. Da kann man auch hier drüber irgendwie, meine ich, hin. Hier Source Code. GitHub, genau, hier war das. Und den kann man sich auch noch mal alles ganz genau anschauen. Ich hoffe, ihr habt hier einen kleinen Einblick bekommen über dieses wunderschöne Simulationsprogramm. Also mir gefällt es sehr gut. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen austoben und ich spiele mit den Gedanken. Da gibt es ein ähnliches Programm, was noch viel, viel umfangreicher ist. Das heißt Universe Sandbox. Das wäre vielleicht so das nächste Projekt, was ich mal starten werde. Universe Sandbox kostet ungefähr 30 € und gibt es auch als Linux-Version. Hier kann man zum Beispiel mit der Gravitation so ein bisschen rumspielen, Sterne aufeinanderprallen lassen, mal einfach mal schauen, was passiert, wenn der Mond auf die Erde knallt und solche Scherze. Hier am Ende sein eigenes Sternensystem bauen und die Aufnahmen sind natürlich noch viel, viel detaillierter als bei Celestia. Ich beschäftige mich erstmal hier mit Celestia. Da kann man noch einiges auf jeden Fall erkunden. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Glück auf.